Als Daniel Wernig um kurz vor 19 Uhr in die Gießener Sporthalle Ost einläuft, da hat er bereits einen kompletten Arbeitstag hinter sich. Am Mittag um 14 Uhr sieht Hüttenbergs bester Torschütze noch so aus. Legerer Arbeitsdress im Büro in Kelkheim im Main-Taunus-Kreis. Hier arbeitet er in Vollzeit als Immobilienkaufmann. Ich kenne es auch nicht anders. Also auch zu anderen Zeiten in der zweiten Liga, auch vor dem TV Hüttenberg, habe ich immer gearbeitet und habe da immer versucht, das Dual zu schaffen. Und bisher hat das auch immer wunderbar geklappt. Sein Leben ist eng getaktet. Eine Mixtur aus Arbeit, aus Familie und 50.000 Kilometer Auto pro Jahr in Sachen Handball. Aber der Job lenkt ihn auch ab. Ich gehe da gerne arbeiten. Ich muss mich da nicht Stunden vorher schon mit dem Spiel auseinandersetzen. Kann dann noch mal den Kopf mich komplett auf die anderen Bereiche konzentrieren und auch den Kopf frei bekommen. Und dann freue ich mich, dass es dann am Nachmittag dann auch losgeht. Tasche packen in der Waschküche zu Hause. Durch das Training quasi ein tägliches Ritual. Jetzt ist im Kopf nur noch Platz für Handball. 19.02 Uhr. Das Spiel läuft und Daniel Wernig spielt stark. Der erste Treffer, ein Tor wie ein Kunststück. Ein Anfang ist gemacht auf dem Weg zum erhofften ersten Saisonsieg. Diese erste Hälfte ist und bleibt spannend. Wernig macht alleine in diesen ersten 30 Minuten 5 Treffer. Das reicht aber nicht, um sich entscheidend abzusetzen. Zur Pause steht es dann 15:15. Damit geht's in die Kabine. Und es bleibt ein Krimi bis zum Ende. 5 Sekunden vor dem Abpfiff fällt die Entscheidung. Christian Rompf wirft Hüttenberg zum Sieg. 28:27. Die Gießener Sporthalle Ost steht Kopf. Und mittendrin Daniel Wernig. Die letzte Minute, das ist ja wie ein Krimi. Also unfassbar. Wir haben gewonnen. Ich begreif's doch gar nicht. Wahnsinn. Ein großartiger Handballabend und ein vollendeter Tag für den 29-Jährigen. Erst die Arbeit, dann der Bundesliga-Handball und zum Abschluss die Familie.